stricken eine Erdbeermütze. So, hier. Wir schlagen an 60 Maschen. Haben eine Wolle, Baumwolle in Rot. Die ist ziemlich dick. Und haben Nadelstärke Nummer 6. 60 Maschen anschlagen. Dann im Rippenmuster stricken. Eine Kindermütze, 3- bis 4-Jährige, 2-, 3-, 4-Jährige können die Mütze tragen. So, 60 Maschen haben wir jetzt angeschlagen. Stricken dann das Rippenmuster, das Bündchen, eine Masche links, eine Masche rechts. Eine Masche links und eine Masche rechts im Wechsel. 10 Reihen im Rippenmuster. Stricken. Und dann fangen wir an mit dem Muster hier oben. Eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts. Rippenmuster. So, hier 10 Reihen stricken im Rippenmuster und dann geht es glatt rechts weiter in Rot. 1, 2, 3, 4 Reihen und dann fangen wir mit dem Muster an. Mit dem Weiß dazwischen. Aber zuerst dann 10 Reihen das Rippenmuster stricken. Masche rechts, eine Masche links.